Hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Heute in einem etwas ungewöhnlichen Format aus ganz unterschiedlichen Räumen. Das liegt einfach daran, dass sowohl unsere Parteivorsitzende Janine Wissler, die gleich etwas berichtet, als auch Sophia Leonidakis, die Fraktionsvorsitzende in der Bremer Bürgerschaft der Linksfraktion, direkt aus Griechenland von ihren Eindrücken dort erzählen. Sie sind mit einer Delegation da unterwegs und haben mit unterschiedlichen Organisationen und Selbstorganisationen rund um diesen sogenannten Hotspot, also das Geflüchtetenlager Karatepe, gesprochen und wollen sich heute oder werden heute von den Eindrücken von dort und den Informationen berichten. Außerdem ist mit dabei Clara Bünger. Sie ist als Rechtsexpertin hier und hat viel Erfahrung rund um die Frage Asylrecht und Migration. Und wird im Zweifel, wenn es um sehr konkrete juristische Fragen geht, darauf eingehen. Ganz kurz noch eine technische Sache. Wenn Sie nachher eine Frage stellen wollen, dann können Sie das tun, indem Sie unten in dieser Zeile unterhalb Ihres eigenen Bildes auf das Symbol Handheben klicken. Und ich würde Sie dann aufrufen und mein Kollege schaltet Sie dann frei und Sie sind dann zu hören. Dafür müssten Sie Ihr Zoom-Profil nach Ihrem eigenen Namen benennen, damit ich dann nicht aufrufe, der Name Ihrer Katze und Sie wissen nicht, dass Sie gemeint sind, sondern eben weiß, wer spricht. Genau, und damit würde ich das Wort dann auch schon an Janine Wissler geben. Ja, einen schönen guten Tag an alle. Ich grüße ganz herzlich hier von Lesbos, wo wir seit gestern sind. Es ist meine erste Reise, meine erste Auslandsreise als Parteivorsitzende der Linken. Und ich habe sehr bewusst entschieden, dass das eine Reise sein soll, bei der wir die Geflüchtetenlager, hier das Geflüchtetenlager Karatepe auf Lesbos besuchen. Wir sind hier mit einer kleinen Delegation der Linken, also mit einer Abgeordneten des Europäischen Parlaments, mit zwei Bundestagsabgeordneten, der Fraktionsvorsitzenden in der Bremischen Bürgerschaft. Und ich bin dabei, gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Clara, die eben schon angekündigt wurde. Ja, wir sind seit gestern vor Ort und ich muss sagen, auch wenn wir die Bilder aus der Presse kennen und natürlich viele Aufnahmen bekannt sind, ist es schon nochmal was völlig anderes, hier vor Ort zu sein und sich selber ein Bild machen zu können. Wir haben das Flüchtlingslager besuchen dürfen gestern und ich muss sagen, dass wir wirklich erschüttert waren über die Zustände, die dort herrschen. Im September 2020 ist ja das alte Geflüchtetenlager Moria komplett abgebrannt. Und damals hat die EU-Kommissarin für Migration, Johansson, gesagt, no more Morias. Also, dass es solche Lager überhaupt nicht mehr geben darf. Wir haben auch nach Gesprächen mit Geflüchteten selber den Eindruck gewonnen, dass die Situation noch deutlich schlimmer ist, als sie in Moria war. Es leben derzeit 6.150 Menschen im Lager, viele von ihnen schon seit anderthalb Jahren, seit 2 Jahren und noch länger. Ein Drittel davon sind Kinder, auch sehr kleine Kinder, die keine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Und diese Menschen leben nicht nur sehr lange in diesem Lager, sondern sie haben eben auch eine lange Fluchterfahrung, sie haben Traumatisierung erfahren und sie haben natürlich auch den Brand in Moria alle miterlebt. Und seit der Corona-Pandemie ist die Situation noch deutlich dramatischer. Die Geflüchteten dürfen das Lager nur einmal pro Woche verlassen. Es gibt Covid-Fälle im Lager, die streng abgeschirmt sind, die wirklich dann hinter Zäunen von anderen getrennt sind, aber auch dort in Zelten mit mehreren Menschen. Die Zustände sind so, dass es kein fließendes Wasser gibt im Camp. Es gibt 6 Duschen für über 6.000 Menschen. Uns wurde berichtet, dass das Essen sowohl in der Qualität als auch in der Menge absolut unzureichend ist. Es gibt keinen Strom und es gibt 2 Flaschen Wasser pro Tag pro Geflüchteten. Und das in einem Land, in dem es jetzt schon so unglaublich heiß ist und natürlich im Sommer noch deutlich heißer wird. Und das sind Zustände mitten in Europa. Und wir haben gesehen, dass in den Zelten zum Teil 2, 3 Familien gleichzeitig untergebracht sind, dass es riesige Zelte gibt, bei denen die Alleinreisenden
oder allein geflüchteten Männer untergebracht sind, also auch unter Pandemiebedingungen trotzdem in Massenzelten untergebracht sind und die Zustände wirklich absolut erschütternd sind. Und die Pandemie hat das alles natürlich noch deutlich erschwert, eben zum einen, was die Mobilität der Geflüchteten angeht, aber auch, dass Menschen, die jetzt auf Lesbos ankommen, erstmal direkt von den Flüchtlingsbooten direkt in Quarantäne kommen. Das heißt also im Durchschnitt 26 Tage quarantäniert werden, ohne medizinische Versorgung, ohne Sozialarbeiter, sondern wirklich quasi 26 Tage weggeschlossen werden, ohne dass sie auch registriert werden, einfach alle zusammen, Kinder, alleinreisende Frauen, alle gemeinsam. Und wir haben wirklich den Eindruck, dass sowohl was die Versorgung mit Nahrung und Wasser angeht, aber natürlich auch die medizinische Versorgung, dass das in Karatepe ein riesiges Problem ist. Wir haben jetzt Ende Mai, jetzt wo wir hier sind. Das heißt, es ist wohl noch einer der angenehmeren, klimatisch angenehmeren Monate. Wenn ich mir vorstelle, wie unglaublich heiß es hier wird im Juli, im August. Die Zelte sind ja alle nicht in irgendeinem, sind ja kein bisschen klimatisiert oder so. Es gibt auch im ganzen Lager kaum schattige Plätze. Also wir haben, als wir durch das Lager gelaufen sind, gesehen, dass sich viele Geflüchtete unter den ganz wenigen Dächern, die es da bei den Essensstationen zum Beispiel gibt, sich dort auch tagsüber aufhalten, damit sie einfach ein bisschen Schatten haben. Und natürlich sind die Zustände hier auch im Winter, wenn man völlig ungeschützt ist vor Wind, vor Regen, wo die Zelte regelmäßig absaufen, das ist ein riesiges Problem. Ja, wir sind hier, um uns vor Ort ein Bild zu machen von der Situation. Und wir haben eben im Lager selber mit Menschen gesprochen, die uns auch erzählt haben, dass sie überhaupt keine finanziellen Mittel haben. Also das heißt, nach der zweiten Ablehnung überhaupt kein Geld mehr. Es gibt, das heißt also, vorher sind das 90 Euro im Monat, dass es überhaupt keine finanziellen Möglichkeiten mehr gibt und sie überhaupt nicht wissen, wie sie da eigentlich, von was sie da existieren sollen. Wir haben uns vor Ort eben ein Bild gemacht. Wir haben das Lager besucht gestern Morgen. Wir haben uns mit Organisationen getroffen. Wir haben ein Gespräch gehabt mit dem Bürgermeister hier. Wir haben auch ein Gespräch gehabt mit Frontex und haben auch unsere Schwesterpartei Syriza getroffen, um uns eben wirklich auch mit möglichst vielen hier zu sprechen. Wir hatten einen sehr beeindruckenden, aber auch erschütternden Termin mit Geflüchteten, die alle zu den vulnerablen Gruppen gehören. Das heißt, ein Geflüchteter, der selber im Rollstuhl, auf den Rollstuhl angewiesen ist, mehrere Geflüchtete, die gehbehindert sind, darunter ältere Frauen. Die eine hat erzählt, sie ist 66 Jahre alt, die wirklich gesundheitliche größte Probleme haben. Und wenn man so durch dieses Lager läuft und sich denkt, bei den ganzen Schotterwegen und den Dixie-Toiletten, die es da gibt, wo man sich schon fragt, wie ein Mensch ohne Behinderung dort es schafft zu leben. Aber wenn man sich das Ganze noch vorstellt mit unter Benutzung eines Rollstuhls und der Geflüchtete hat uns erzählt, also jedes Mal, wenn er zur Toilette muss, muss er irgendwie 2-3 Leute finden, die ihm dabei irgendwie helfen müssen. Und die Schilderungen also von ganzen Familien, die ja auch gestern da waren und uns oder die uns erzählt haben von ihren Familien, die gesagt haben, wir haben einfach überhaupt keine Perspektive, wir wissen überhaupt nicht, wie es irgendwie weitergeht. Wir werden die ganze Zeit vertröstet und wir sind hier seit 1,5 Jahren, seit 2 Jahren. Es gibt keine Perspektive für uns und ich fand so einen ganz schönen Satz, der sich bei mir eingeprägt hat, we need homes, we don't need tents. Also wir brauchen ein Zuhause, wir brauchen keine Zelte, wir wollen hier uns was aufbauen, wir wollen eine Perspektive haben und nicht hier in Karatepe festsitzen. Wir haben uns auch getroffen mit der Organisation Leave No One Behind und mit One Happy Family. Das sind alles NGOs, die versuchen in dieser doch sehr schwierigen Lage ja irgendwie so eine Hoffnung und für die Geflüchteten darzustellen, die ja ganz wichtige Arbeit übernehmen, wo man sich denkt, das müsste eigentlich, sind natürlich alle staatliche Aufgaben, also sowohl was Beschulung von Kindern angeht, als auch ganz lebenspraktische Dinge. Also One Happy Family zum Beispiel organisiert, dass einfache Drogerieartikel zum Beispiel gekauft werden und an die Geflüchteten ausgehändigt werden. Es gibt eine Fahrradreparaturwerkstatt, all solche Dinge. Es gibt überhaupt ein Angebot, sich zu beschäftigen. Es gibt dort Computer, sodass überhaupt die Kommunikation, dass die Menschen ins Internet können und eben auch Beratungsangebote, aber das sind eben alles zivilgesellschaftliche Strukturen, die hier überhaupt keine Unterstützung haben, sondern eigentlich schon froh sind,
wenn nicht gegen sie vorgegangen wird. Wir haben jetzt gerade heute die Klinik besucht von Ärzte ohne Grenzen. Ich will nur anmerken, dass Ärzte ohne Grenzen ja normalerweise nicht in Ländern der Europäischen Union aktiv sind, sondern sich auf andere Länder konzentrieren. Aber sie müssen hier sein, weil es einfach keine ausreichende medizinische Versorgung für die Geflüchteten gibt. Und dort uns erzählt wurde, dass sie natürlich auch sehr viel zu tun haben mit Menschen, die Opfer von Folter geworden sind, von sexueller Gewalt, von Gewalt, also die wirklich absolut traumatisiert sind, die überhaupt keine Begleitung hier haben, die sich überhaupt nicht zurechtfinden, auch nicht in dem Registrierungsverfahren. Und sie sagen, das große Problem ist, dass die Menschen eben nicht ankommen, dass sie nicht in Sicherheit sind und dauernd Remotraumatisierungen erfahren, ja, weil zum Teil eben auch die besonders vulnerablen Gruppen gesondert untergebracht waren, auch in Containern untergebracht waren, teilweise in Häusern untergebracht wurden und diese Einrichtungen alle geschlossen wurden, weil man eben alles auf die großen Geflüchtetenlager hier konzentriert. Und uns wurde auch erzählt, dass ein neues Geflüchtetenlager geplant ist, dass es da nochmal irgendwie 30 Kilometer außerhalb der Stadt irgendwo, wo im Nichts, wo die Menschen dann auch überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder überhaupt irgendeine Form von städtischer Infrastruktur haben. Ja, also auch der Besuch eben bei Ärzte ohne Grenzen war wirklich sehr, sehr erschütternd, weil das ein Land innerhalb der Europäischen Union, dass es dort notwendig ist, dass Organisationen die medizinische Versorgung sicherstellen, das zeigt natürlich einfach auch das Problem. Ja, für uns ist klar, dass auch nochmal, als wir es mit eigenen Augen gesehen, dass wir Geflüchtetenlager wie Kara Tepe, dass sie aufgelöst werden müssen. No more Morias ist richtig und das muss umgesetzt werden. Man kann Menschen nicht unter solchen Bedingungen leben lassen. Die Menschen brauchen eine Perspektive und das ist ja natürlich auch unsere Kritik und warum wir natürlich auch als politische Delegation hier sind, weil die Europäische Union einfach die ganze Frage an die Länder abschiebt, die europäische Außengrenzen haben und gerade sich auch Deutschland und die deutsche Bundesregierung einen schlanken Fuß macht und die Länder eben mit europäischen Außengrenzen vollkommen alleine lässt, weil durch das Dublin-Abkommen eben sie die Zuständigkeit haben. Und deswegen wollten wir hierher kommen, um eine Öffentlichkeit nochmal zu schaffen, weil gerade natürlich durch die Corona-Krise jetzt viele nicht mehr so stark auf die Situation der Geflüchteten geschaut haben, hier an den europäischen Außengrenzen. Aber weil wir natürlich auch einen politischen Druck machen wollen auf die Bundesregierung. Es gibt über 250 Städte in Deutschland, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben, die gesagt haben, wir haben Platz, wir würden Geflüchtete aufnehmen. Es gibt Bundesländer, die bereit sind, Landesaufnahmeprogramme zu machen. Und all das wird gerade verhindert durch die Bundesregierung. Und gerade eben auch mit den sehr frischen Eindrücken hier von der Lebenssituation der Menschen und deren Appelle eben auch sind, vergesst uns nicht, lasst uns nicht alleine. Wir brauchen hier eine Perspektive und deswegen appellieren wir auch an die deutsche Bundesregierung, hier endlich auf Verantwortung nachzukommen und Geflüchtete aufzunehmen, weil das ist, finden wir, humanitär absolut geboten, eben diese Menschen, die zum Teil eben, wie gesagt, schwer traumatisiert sind, die gesundheitlich angeschlagen sind, die körperliche Behinderung haben und die schwerst traumatisiert sind, die Furchtbares erlebt haben, auf der Flucht, also erst in ihren Herkunftsländern, dann auf der Flucht, aber dann eben zum Teil auch hier die Menschen und menschenwürdig unterzubringen und nicht in diesen Lagern zu lassen. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind hier ja mit einer Delegation der Linken und was wir gesehen haben, hat unsere Parteivorsitzende Janine Wissler schon sehr treffend beschrieben. Als im letzten September, am 9. September, in der Nacht des 9. September, das größte Flüchtlingslager Europas, nämlich Moria, brannte, der EU-Hotspot. Da schaute ganz Europa auf Lesbos, auf die Lage der Geflüchteten. Inzwischen hat sich die Situation leider nicht verbessert, trotz versprochener Verbesserungen. Nach dem Brand haben mehrere Bundesländer, darunter auch Bremen, Landesaufnahmeanordnungen beschlossen. Wir haben sozusagen gemeinsam mit Thüringen und Berlin die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, Geflüchtete aus den Lagern aufzunehmen.
vulnerable Personen, kranke Personen, Geflüchtete mit Behinderungen, Familien aufzunehmen und aus dieser inhumanen, für alle inhumanen Situation herauszuholen. Denn eins ist ja klar, es gibt eine gemeinsame Verantwortung für die Lage, für die humanitäre Dauerkatastrophe, die sich hier auf der Insel für im Moment über 6.000 Geflüchtete abspielt. Es gibt eine gemeinsame Verantwortung Europas. Aber die drei Bundesländer, die bereit sind aufzunehmen, die können vorangehen, die sind willens voranzugehen, genauso wie die über 250 Kommunen in Deutschland, die gesagt haben, wir haben Platz. Der Bundesinnenminister Seehofer hat bereits wenige Wochen nach dem Beschluss der Landesaufnahmeanordnung Bremen eine Absage erteilt und wir fordern erneut den Bundesinnenminister mit Nachdruck auf, diese humanitäre Katastrophe zumindest für einige zu beenden und die Geflüchteten hier, die Schutzsuchenden, die Schutz gesucht haben und sich in der Hölle wiederfinden nach ihrer eigenen Aussage, diese Personen aufzunehmen und ihnen wirklich Schutz zu bieten. Denn das, was sich hier abspielt, dafür gibt es auch eine Verantwortung Deutschlands und der Bundesregierung. Denn die Bundesregierung war wesentliche Aushandlungspartnerin für den EU-Türkei-Deal, der dazu führt, dass die Schutzsuchenden hier interniert werden. Sie dürfen nur einmal die Woche das Camp verlassen, dass sie perspektivlos sind und hier über Jahre verharren müssen in einer Situation, die menschenunwürdig ist, die auch Europas unwürdig ist und die ein massiver Bruch der Menschenrechte darstellt. Deswegen sagen wir erneut, wir haben Platz, wir wollen aufnehmen. Und Bundesinnenminister Seehofer muss das erlauben. Ansonsten muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mitverantwortlich ist für den weiteren und fortgesetzten Bruch, massiven Bruch der Menschenrechte auf Lesbos und auch auf den anderen Hotspot-Inseln, Chios, Kos, Leros und Samos. Vielen Dank.